Meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Mukbang auf meinem Kanal. Ich habe gerade schon 3 Minuten geredet und was war? Ich habe nicht auf, also nicht auf Start gedrückt. Ich laber mit mir selber, Kamera läuft nicht. Sehr toll. Ich habe hier so ein bisschen Kochschinken, Käse, Bio-Käse. Kochschinken habe ich reingeschissen, das ist eine Teilungsform 2. Aber ich habe keinen Aufschnitt mehr hier. Und ich habe Hunger, deswegen habe ich jetzt Kochschinken genommen. Ja, und ganz wenig Käse. Den hier, weil der echt kalorienreich ist. Brauche ich nicht so viel. Deswegen habe ich nur eine halbe genommen. Und die nochmal halbiert. Ich muss mich heute ein bisschen beeilen. Ich habe heute ein bisschen was vor. Ich hoffe, ich habe das alles so, wie ich es möchte. Ich lade jetzt gleich den Mukbang hoch. Der wird wahrscheinlich um 10 Uhr schon online kommen oder so. Aber das macht nichts. Dann werde ich nach oben gehen und was für einen Haul vorbereiten. So ein, zwei Sachen. Und dann muss ich mal gucken. Genau, nein, dann muss ich noch den großen, also das große Video, wie ich es immer nenne, das tägliche Video, was online kommt, muss ich hier noch hochladen. Das muss ich aber auch erst schneiden, aber das wird, glaube ich, easy gehen. Das ist nicht so schwer. Beziehungsweise dauert nicht so lange. Was ich euch noch erzählen wollte, Leute, das ist jetzt gerade dieser zweite Essenslack, den man jetzt nicht sehen kann. Und der ist vollkommen für den Po. Ich kann euch mal erzählen, wie ich es gemacht habe. Und ich glaube, jeder würde mir jetzt sagen, Alter, was ist das für eine Scheiße? Ich habe am ersten Tag, also ich habe meine Nägel komplett sauber gemacht, bla bla, ne? Ich wollte die neu lackieren. So, habe dann einen Basecoat aufgetragen. Diesen Basecoat habe ich ganze 2 Stunden lang trocknen lassen und ich habe den Test gemacht. Ich habe so und gerubbelt, keine Ahnung, es war wirklich fest. Alles Subi. Der war auch von Essence, der Base und Top Coat, der ist mega. Hab dann daraufhin die erste Schicht Nagellack aufgegeben von den neuen Lacken von Essence. Da habe ich auch nochmal eine Stunde gewartet. Eigentlich trocknet der nach 40 Sekunden im Leben nicht. Dann habe ich den zweiten aufgetragen und den zusammen beides habe ich dann einen ganzen Tag lang, ich habe mittags die Nägel lackiert, einen ganzen Tag lang habe ich es trocknen lassen und über Nacht und irgendwann dann nach dem Frühstück dann morgens, das heißt so, keine Ahnung, 9:30 rum, habe ich mir dann den Überlack drauf gemacht. Da habe ich auch 2 Schichten gemacht, aber da habe ich auch immer jeweils 2 Stunden fast gewartet. So, ich habe mir vormittags die Nägel lackiert. Vormittags. Komplett fertig eigentlich. Das heißt, die hatten den ganzen Tag Zeit zum Trocknen. Und eine ganze Nacht, als ich dann morgens aufgestanden bin, waren meine Nägel weggedetscht. Also da waren wirklich diese Abdrücke drauf. Richtige Abdrücke waren da drauf. Von, keine Ahnung, solche Rillen und von meinem Kissen wahrscheinlich. Oder keine Ahnung, weil ich halt immer so schlafe. Wie kann das sein, dass nach einem ganzen Tag der Nagellack immer noch getrocknet? Leute, dann habe ich gestern, weil ich nicht schlafen konnte, ich hatte richtige Schlafprobleme, habe ich um 5 Uhr morgens meine Nägel lackiert. Um 5 Uhr morgens habe ich noch eine Schicht draufgegeben. Überlegt euch mal, 5 Uhr morgens und dann den ganzen Tag und Nacht. Ich stehe morgens auf, schon wieder alles weggedascht. Das heißt ja, dass auf diesem Nagellack von Essence, dieses 40-Sekunden-Kacke, dass darauf kein Topcoat trocknet. Da trocknet einfach kein Topcoat drauf. Das geht nicht. Ich weiß aber, dass dieser Topcoat gut ist, weil ich den sonst auch immer benutzt habe oder auch früher benutzt habe. Und der ist wirklich mega, mega. Auf den anderen Nagellacken hat er ja auch schnell getrocknet. Da war alles supi. Ey, nee. Nee, wirklich. Absolute Kacke. Diese Bläschen sind wiedergekommen, obwohl ich keinen Topcoat benutzt habe. Also ich habe ja einen Tag lang keinen Topcoat drauf gehabt, aber trotzdem sind diese komischen Bläschen gekommen. Kannst du die Mülltonne hauen, die neuen Essenslacke. Also zumindest ist diese Farblacke. Die sind für die Mülltonne, ehrlich. Ich bin gespannt, ob mich Trend Up enttäuscht. Ich hoffe nicht, weil die haben ja jetzt auch diese paar Sekunden Lacke rausgebracht. Keine Ahnung, diese neuen. Da habe ich einen Blauton mitgenommen. Werdet ihr noch sehen. Und ich bete, dass das nicht so eine Kacke ist wie von Essence. Ehrlich, ich bete drum. Ansonsten keine Ahnung, was ich machen soll. Kacke, wenn man sich keine Gelnägel machen kann, wenn man kein Neonail benutzen kann. Ich
ich bin schon am Internet am Suchen, ob es irgendeine Alternative gibt. Vielleicht irgendwelche Lacke, die trotzdem länger halten. Ich habe da was gefunden. Aber mal gucken. Mal gucken, ob sich das da. Ob sich da was ergibt, sagen wir mal so. Zu blöd zum Essen heute. Auch gut. Ich trinke momentan so wenig, Leute, das ist nicht mehr normal. Ich habe gestern, wenn es hochkommt, 1 Liter getrunken. Das ist echt zu wenig. Wenigstens 2 Liter, aber ich habe nur 1 Liter, wenn überhaupt 1 Liter gestern getrunken. Ich habe mir auch einen neuen Budgetplaner bestellt gestern. Im zweiten. Weil mir diese Fächer, die ich habe, nicht mehr reichen, beziehungsweise ich noch 3 Fächer jetzt angelegt habe, anlegen muss, weil ich da noch auch, noch was zur Seite legen muss. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt noch einen zweiten bestellt, weil ein zweiter ist günstiger gewesen, als Folien nachzubestellen, was dumm ist eigentlich. Ich glaube, neue Folien kosten irgendwie 11 Euro. Da habe ich aber dann mega viele von, aber das sind dann zu viele. So viel passt nicht mehr in meinen Budgetplaner rein. Einen neuen Budgetplaner zu bestellen, wären 3,59 Euro. Da habe ich mir direkt einfach einen neuen Budgetplaner bestellt. Da waren auch wieder Aufkleber und sowas mit bei und Kärtchen. Ja gut, die Kärtchen benutze ich nicht, aber die kann man ja trotzdem behalten. Leute, ich habe mir gestern zum ersten Mal was bei Vinted bestellt. So krass. Ich habe mich ja dank Lisa vom Kanal Colorful Mess von Vinted anfixen lassen, habe mir das Ganze runtergeladen, am Anfang halt nur halt um 1-2 Sachen loszuwerden. Nein, ich werde meinen Namen nicht sagen, Leute. Ich wurde schon gefragt, ob ich meinen Vinted-Namen sagen kann, das mache ich nicht. Das hat aber seine Gründe. Genau, ich will nicht, dass irgendwelche Leute mich, nur weil sie sauer auf mich sind oder mich nicht mögen, mich einfach hier melden oder keine Ahnung, nicht was. Deswegen lasse ich das einfach sein, mein Name wird nicht gesagt. Naja, egal. Am Anfang war es wirklich nur dazu, dass ich da halt was verkaufen kann und ich habe es auch verkauft bekommen. So, aber ich habe dann einfach mal rein aus Interesse einfach durchgescrollt und was es da gibt. Und da waren teilweise so schöne Sachen mit bei. Ich habe dann halt immer sortiert nach also Etikett und das halt dann da drunter. Ich weiß nicht, was da drunter ist, aber neuwertig oder sowas. Das heißt eigentlich neu, bloß kein Etikett dran, vielleicht 1-2 Mängel, die halt nicht so auffallen. Da waren halt so geile Sachen manchmal mit bei und so günstig. Und dann habe ich dieses eine Paar Schuhe gesehen, Leute. Vorbei. Vorbei. Vor allem, als ich die gefragt habe dann, was möchtest du mit Versand haben, weil das sind ja Schuhe. Meinte sie dann eiskalt nur ja 14 Euro. Mit Versand 14 Euro. Also selbst wenn sie die Schuhe in einen Maxi-Brief reinbekommen, wo ich denke, dass das glaube ich immer noch zu dick dann ist. Aber selbst wenn sie das in einen Maxi-Brief reinbekommt, dann sind es 2,79 Euro. Dann habe ich ja trotzdem Pia für die Schuhe bezahlt. Aber ich glaube safe, dass sie das als S-Paket wegschicken muss, das heißt unversichert, mit 3,79 Euro. Und wenn es wirklich 3,79 Euro ist, ich werde es ja später erfahren, weil sie mir den Bon schickt, dann hat sie ja an den Schuhen eigentlich ja so gut wie nur ein fast einen Zehner verdient. Und die Schuhe sind top. Top, 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 top. Und die sehen so schön aus. Ich werde über die Tage, Wochen mal immer so gucken, ob ich irgendwas Schönes finde. Und dann kaufe ich das. Und dann habe ich vor, so ein Vintage-Haul hochzuladen. Beziehungsweise zu drehen, wenn ich so, weiß ich nicht, 6-7 Sachen habe, kann ich ja einen Vintage-Haul drehen. Teilweise gibt es ja auch Markenklamotten oder es gibt Markenklamotten mit Etikett noch dran. Vorher 40 Euro, verkaufen die für 8, 9 Euro. Finde ich top, ganz ehrlich, wenn der Etikett noch dran ist. Dann wüsste ich nicht, warum man das nicht kaufen soll. So kann man heutzutage auch Geld sparen. Man geht einfach um Vintage.
habe mich einfach völlig blöd. Sorry, aber ich habe auch bei Taschen geguckt und sowas. Oh, gerade bei Schuhen. Bei Schuhen war over. Bei Schuhen war over. Da gab es so heftige Schuhe. Wirklich für kleines Geld. Ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass ich die Schuhe bestellt habe. Oder ich mache einen Schuhhaul. Vinted Schuhhaul. Da gab es schon einige tolle Sachen. Und da ich Schuhe liebe und wirklich immer mehr und immer mehr Schuhe momentan kaufe. Ich glaube, das ist auch so eine Sucht bei mir, Schuhe kaufen. Das wird auch eine Sache sein, die ich wahrscheinlich sammeln werde. Schuhe und Taschen. Ich weiß nicht wieso, aber durch YouTube habe ich mich irgendwie so ein kleines bisschen verändert. Früher war ich so, Kleider, boah, geh mal weg. So Taschen so, nee, geh mal weg. Ich habe meine, ich trage die, bis die kaputt geht. Oder irgendwie so Absatz, nee, brauche ich nicht. Ich habe meine Schuhe, die reichen so. Und mittlerweile, seitdem ich YouTube mache, werde ich immer von jeder Ecke angefixt und denke mir nur so, boah, sieht das schön aus. Boah, sieht diese Tasche schön aus. Und das könnte ja mit diesem Outfit voll gut zusammenpassen. Klar, wenn ich zu Hause bin, Chili-Milli-Outfit, ne? Aber zum Beispiel, wenn ich früher irgendwo hingegangen bin, sagen wir mal, keine Ahnung, irgendwie mal einen Tag irgendwas unternommen haben, habe ich mich halt einfach schlicht angezogen. Eine kurze Hose, T-Shirt und dann war ich glücklich mit irgendwelchen Schuhen und dann, ob es gepasst hat oder nicht, war mir scheißegal. Irgendeine Tasche drum und dann bin ich losgelaufen. Und mittlerweile jetzt, wenn ich rausgehe, dann achte ich immer so richtig drauf, was für Schuhe habe ich an, was für ein Täschchen habe ich, keine Ahnung, was in meinem Kopf so nicht stimmt, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, wenn man irgendwo so richtig weggeht, mich auch ein kleines bisschen hübscher zu machen, so. Und da weiß ich, dass es auf jeden Fall viel mit YouTube zu tun hat. Ja. Ich habe früher von Mode überhaupt nichts verstanden, tue ich jetzt teilweise auch noch nicht, aber jetzt entwickle ich so ein kleines bisschen in meinem Kopf was. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich beende das Video auch. Ich will euch nicht zu lange nerven. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Dienstag. Wir haben heute doch Dienstag, oder? Ja, wir haben Dienstag. Und ich würde sagen, bis zum Video heute Nachmittag, denn das könnte für viele interessant werden. Ganz viel Spaß jetzt bei dem Tag noch und tschüss, meine Lieben.